Christa Wolf versuchte eigentlich mit dem Mythos Medea aufzuräumen, sozusagen. Also seit Euripides gilt Medea ja, oder ist Medea ja die Kindsmörderin aus Rache, aus Rachsucht, aus Eifersucht. Christa Wolf versucht ein anderes, also eigentlich ein ziemlich anderes Bild zu entwerfen, und zwar eher von einer Person, die eben als Flüchtling, als Fremde in eine Gesellschaft kommt und dort eigentlich systematisch auseinandergenommen wird oder unterdrückt, zerstört wird. Und der am Schluss dann diese ganzen Dinge wie der Kindsmord, das wird ihr in der Fassung von Christa Wolf alles angehängt, sozusagen im Nachhinein, um sie schlecht zu machen. Medea hat das Problem, dass sie sich nicht klein und leise machen kann. So, also sie sagt alles raus, was sie denkt. Sie bleibt bei ihrer Meinung, auch wenn sie merkt, dass sie aneckt. Sie radikalisiert sich dadurch immer mehr. So, und bringt sich auch schon selber immer mehr in Situationen, die irgendwie ihr gefährlich werden können. So. Wobei ihr das zunehmend dann auch egal ist, weil es ihr wichtiger ist, an ihrer inneren Wahrheit dran zu bleiben. Medea deckt in diesem Stück ein großes Geheimnis der Stadt Korinth auf. Was das genau ist, verrate ich jetzt mal nicht. Aber jedenfalls ist dieses Geheimnis so groß und so hütenswert, dass sobald klar wird, dass sie das entdeckt hat, eigentlich die Mächtigen der Stadt versuchen, sie loszuwerden. Weil sie das Gefühl haben, Medea wird ihnen zu groß und zu viel und zu sehr Konkurrenz vielleicht auch. Weil sie halt auch eine gute Denkerin ist. Jedenfalls jemand, der sich nicht duckt und irgendwo anschließt, sondern jemand, der halt vorne weg geht. So. Und und das ist denen halt zu heiß. Müssen sie überlegen, wie sie loswerden können. Und dann werden ihr eben Dinge angehängt, die gar nicht stimmen, weil man das Eigentliche, weswegen man Angst vor ihr hat, nicht aussprechen kann, weil es eben ein Geheimnis ist. Ist komisch, weil sie eigentlich so Opfer ist im Sinne von, dass sie zu Unrecht bestraft und beschuldigt wird. Aber in ihrem Wesen eigentlich findet man keinen Zug von leidendes Opfer. Also im Gegenteil, sie ist einfach eine sehr aktive, lustige Person auch, so wie ich sie jetzt empfinde. Also soweit man jetzt in dieser Geschichte lustig sein kann noch. Wir wollen sie natürlich überhaupt nicht als Opfer zeigen. Also es ist ja ganz klar, es ist ein Paradox in sich, weil sie, so wie Christa Wolf sie schreibt, kann man überhaupt nicht über sie sagen, dass sie ein Opfer ist, weil sie eine handelnde Person ist, die weiß, was sie tut und denkt. Und dieses Motiv von der eifersüchtigen Rasenden gibt es so nicht und spielen wir auch so nicht. Ich finde, das ist eher so was Zeitloses hat. Also da ist man dann wieder in so einem, egal ob Antike oder jetzt, also irgendwie ist das ja immer ein Thema, dass Fremde gehasst werden, oder? Oder dass irgendwie sie Unsicherheit und Ängste auslösen, dass sie Menschen Angst kriegen um ihren Lebensraum, um ihre Identität und sich da auf die eine oder andere Weise eben entweder auseinandersetzen damit und vielleicht drauf zugehen oder Aggressionen entwickeln und das nicht haben wollen. So, und das war natürlich jetzt für uns schon eine spannende Themen, um sich damit einfach nochmal auch über so einen Text nochmal wieder mit zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob Christa Wolf da immer so ein bisschen für belächelt wird, weil das so ihr Dauerthema irgendwie ist. Aber es ist natürlich schon spannend, wenn irgendwie in dem Stück zum Beispiel gesagt wird,
ja, würde jetzt Korinth von Frauen gelenkt, dann könnte das gar nicht mithalten mit den umliegenden anderen Städten, die von Männern gelenkt werden. So, also das wird dann so als Argument aufgeführt. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht jemand, der generell sagen würde, Frauen machen alles besser, aber ich finde es schon interessant, wie man zu so einer Aussage kommt. Und ich finde auch, dass die Feminismusdebatte nicht zu Ende ist. Also ist ja ganz klar, das muss man ja gar nicht nochmal betonen.